Man ist bei der Frage mit den Grenzen der Toleranz relativ nahe eigentlich auch am Thema Meinungsfreiheit wieder dran, weil die Frage ist ja, wie weit muss ich tolerieren, dass jemand mir widerspricht oder dass er gegen mich agiert? Gemeinhin sagt man ja immer, keine Toleranz den Intoleranten. Es ist so ein Slogan und vor allen Dingen auch aus der linken Szene, dass man sagt, intoleranten Menschen gegenüber müsse man nicht tolerant sein. Ich würde es vielleicht anders formulieren wollen. Auch die Meinung desjenigen, den ich vielleicht ganz furchtbar finde und dessen Meinung ich überhaupt nicht toleriere, muss ich erstmal zulassen, dass sie vielleicht ausgesprochen wird. Ich muss sie mir nicht zu eigen machen und ich muss angemessen darauf reagieren. Das heißt, ich muss nicht tolerant sein im Sinne von Akklamation. Ich glaube, dass die meisten Menschen vergessen haben, den Unterschied zu realisieren zwischen Toleranz und Akzeptanz. Das, was gemeinhin im politischen Prozess, vor allen Dingen auch von Minderheiten, inzwischen gefordert wird, ist ja gar nicht Toleranz, sondern es wird Akzeptanz gefordert. Für die Nicht-Lateiner nur ganz kurz, tolerare heißt eigentlich erdulden. Das heißt, gelebte Toleranz bedeutet normalerweise, dass es mindestens zwei Meinungen überhaupt erstmal geben muss. Das heißt, tolerant gegenüber kann ich nur jemandem gegenüber sein, der nicht meiner Meinung ist. Tolerant zu sein heißt nicht, dass ich die Meinung des anderen unbedingt gutheiße, sondern dass ich sie zur Kenntnis nehme und dass ich aushalte, dass wir uns nicht einig werden. Jedes normale Parlament braucht gelebte Toleranz denjenigen gegenüber, die man für völlig abwegig hält. Das heißt, jedes Parlament ist ständig, jeden Tag konfrontiert, dadurch, dass wir eben in einem freien Land verschiedene Parteien zulassen, dass wir verschiedene Positionen dort haben und dann muss man sich einig werden. Was wir eben nicht verwechseln dürfen, ist dahingegen die Akzeptanz. Das heißt, niemand kann von mir als Mensch erwarten, dass ich die Meinung eines anderen akzeptiere. Aber genau dort sind wir gerade im politischen Prozess. Das heißt, wir erleben tagtäglich, dass wir in der Auseinandersetzung in Wahrheit nicht mit der Forderung nach Toleranz konfrontiert sind, sondern mit der Forderung nach Akzeptanz. Du sollst gefälligst jetzt meine Meinung annehmen. Du sollst akzeptieren, dass ich Recht habe. Und wenn du sie nicht akzeptierst, dann diskriminierst du mich. Und genau hier sieht man, wo die ganze Debatte schief läuft, weil nämlich hier gar nicht mehr Toleranz eingefordert wird. Und meine Erfahrung in dem Bereich ist übrigens, dass diejenigen, die am lautesten nach Toleranz rufen, in der Regel in der Debatte die intolerantesten von allen sind.